Joel! Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us. Oh yeah. Bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wir müssen auf jeden Fall zurück zu Joel. Wir haben jetzt die Vorräte, die wir brauchen. Quasi Mull, Alkohol, alles mögliche, was wir auch sonst so finden. Aber, oh genau, wir brauchten was zum Nähen. Was zum Nähen brauchten wir auch, ne? Na gut, gehen wir erstmal weiter. Ich habe Zombies gehört und das ist nicht gut. Jetzt haben wir alles, Munition. Wir haben eine Flasche. Was, wieso haben wir hier nichts? Aber wir können alles wirklich herstellen, wenn wir es denn bräuchten. Ich weiß es noch nicht, ob wir es brauchen werden. Ich halte mir das mal offen und außerdem höre ich hier irgendwas. Mädchen! Je schneller wir sie finden, desto schneller kommen wir hier raus. Sichert die Gegend hier ab. Ich gehe hier lang. Los, schau dich hinten um. Okay. Das Spielchen geht also in eine zweite Runde. Ich weiß noch ganz genau, wo die sind. Aber wenn ich nicht aufpasse, wissen die gleich auch, wo ich bin. Die sehe ich nicht. Ach. Gleich hier! Ist klar. Ich gehe ran. Nein, 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 ich bin nicht so stark wie Joel. Nein. Oh Gott. Oh. Ich werde dich erledigen. Au. Wie konntet ihr mich sehen? Ich habe mich hinterrücks erstochen. Und hol dich, Joel. Diese Typen wollen kämpfen? Na, den werde ich zeigen. Ist der? Geh zu ihm, verarzte ihn und dann verschwinde ich von hier. Gute Idee, okay. Wir können sie zwar von hinten erstechen, aber anscheinend hören sie das. Kann es sein? Ich weiß nicht, wir werden es einfach nochmal versuchen, sobald wir die Möglichkeit dazu haben. Erstmal gucken wir, ob der andere Munition verloren hat. Oder ich schieße sie einfach alle. Wo ist das Problem? Ich habe eine Waffe mit 11 Munition. Kein Problem. Ein Ziegelstein. Oh, was bist denn du? Pfeile? Okay, damit hätten wir sie alle drei ausschalten können. Das heißt, es ist anscheinend so gewollt, dass wir sie mit Pfeil und Bogen leise ausschalten und den letzten dann vielleicht erstechen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber so sind wir, glaube ich, mit Messer sind wir zu laut. Denke ich mal. Naja, schauen wir uns hier erstmal ein bisschen um, ne? Voll auf die Toilette kann ich auch nicht. Was für ein Saftladen. Ja, folgen wir einfach mal der Blutspur. Ja, auf jeden Fall. Nein, ganz garantiert nicht. Verdammt, ich muss. Weiß nicht, der Blutspur hinterher? Luftschall. Oh, Aufzeichnung. Oh, es ist scheißkalt hier drin. Ich bin der letzte Überlebende meiner Crew und krepiere in einem Luftschacht. Was hast du denn von mir erwartet? Achso, es hört auf, wenn ich... Ah. Sorry, ich wusste nicht, dass es aufhört. Ich bin der letzte Überlebende meiner Crew und krepiere in einem Luftschacht. Was hast du denn von mir erwartet? Ich wurde gebissen und es war nur eine Frage der Zeit, bis sie mich tötete. Auch wenn ich gar nicht infiziert war. Sie meinte, sie würde es nicht tun. Aber ich konnte es in ihren Augen sehen. Wieso sonst zog sie die Waffe? Wieso zum Teufel zog sie die Waffe? Ich habe nur mit ihr geredet. Hätte sie nicht gelogen, hätte ich nicht zugeschlagen. Sie hätte mich erschossen. Ganz sicher. Aber warum hat sie dich leben lassen, Elise? Ist auch egal. Ich habe sie erschossen. Ich bin abgehauen. Ich habe diese Kreaturen bekämpft und dabei ist die Naht an meinem Stumpf wieder aufgeplatzt. Ich verblute und ich kann sie nicht wieder zunehmen. Nicht mit einem Arm. Ich kriege keinen Knoten hin. So kalt. Ich ruhe mich lieber aus. Ja, auf jeden Fall. Ausruhen in der Kälte sollte man auf jeden Fall nicht tun. Ich glaube, das weiß doch eigentlich jetzt jedes Kind, oder? Ich meine, gut, wenn man erstmal in so einer Situation ist, dann ist ganz klar, du bist müde und denkst dich, okay, komm, ich schließe einmal kurz die Augen und dann bist du weg. Jemand hier drin? Oh, diese Scheißkerle. Psst, ich höre Infizierte. Gib mir Deckung! Ich gehe ran! Tötet sie! Es sind zu viele von denen! Los, jetzt tut doch irgendwas! Nur noch einer! Die Frage ist, was ist jetzt besser, die Zombies oder die Typen? Du willst wohl spielen. Ja, ich spiele. Ich spiele Zombies töten sie. Und wir schleichen uns jetzt davon. Mitsamt dem Zeug. Ich glaube, ich bin außer Gefahr. Ich hoffe es zumindest. Wieso noch die ein oder andere Sache mitzunehmen? Flasche brauche ich nicht. Das war richtig gut, dass er da in die Ecke gelaufen ist. Holy shit. Würde es mal als Glück bezeichnen. So, wo ist mein Bogen? Da ist mein Bogen und da ist meine Waffe. Okay. Nur so sicherheitshalber. Wir können 3 Leute damit töten. Ah, cool. Oh nein. Wieso bekomme ich so viel Zeug? Vor allem so viel Sprengstoff. Okay. Wir werden es herausfinden. Höchstwahrscheinlich. So nah dran. Ich muss woanders lang. Nein. Guck mal, da passt du doch durch. Du bist doch ein Kind. Guck dir das an. Krabbel durch. Ach, Dreck. War da gerade was? Ach so, eine Spiegelung. Okay. Was heißt jetzt woanders lang? Ah, ich sehe schon. Ich sehe schon. Weg von den Zombies am besten. Wir müssen jetzt auch ein bisschen mehr Sprengstoff einsetzen. Ich meine, das ist das DLC, das Wenn es vorbeigeht, haben wir das Zeug nicht mehr. Ganz ehrlich. Mist. Wieder mal typisch, ne? Mein Glück, Freunde, das ist mein Glück. Na gut, es ist programmiert. Was sage ich denn da? Ich fühle mich schon so, als wäre ich selbst im Spiel. Wir haben eine Menge Flaschen. Was war das? Ach, Mist. Ja, die Frage ist, was nun? Will ich die verdammten Leichen sehen? Stimmt. Hoffentlich kämpfen sie gegen die Zombies. Ich gehe hier lang. Das ist die kleine verdammt. Mist. Oh Gott. Ich könnte die Zombies herlocken. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist nur, dann sind die Zombies auch hinter mir her. Oh shit. Oh shit. Wow! Oh Mist! Mist! Bitte nicht zu mir. Oh Gott! Bist du jetzt ein Zombie? Du bist ein Zombie, ne? Nein, 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 nein. Ich muss einfach laufen. Einfach laufen. Oh Gott, was habe ich getan? Ich weiß es nicht. Oh Gott! Ich wollte gerade sagen, hier ist irgendwo ein Klicker. Oh, miese Scheiße, ey. Okay, ich habe aber einen Plan. Wir gehen nicht einfach bei den Zombies entlang. Da können die Penner ruhig kommen. Das ist ja schlau. Hilfe. Ich weiß nicht, ob ich die Schräge aufmachen darf, aber wir sind sowieso gerade gestorben. Können ruhig nochmal sterben. Das ist geisteskrank, Zero. Das ist einfach geisteskrank. Das kannst du nicht machen. Oh Gott. Ich fühle mich gerade so ein bisschen bedrängt. Guck weg, du Penner. Will ich die verdammten Leichen sehen? Stimmt. Guck nicht weg. Ich gehe hier lang. Geh da runter. Ja. Wo ist das Mädchen? Die verfolgen mich doch. Oh Gott. Verdammter! Nein, nein, nein! Die Zombies kommen! Die Zombies kommen, Mann! Die Zombies kommen! Erstmal die Schublade aufmachen. Nein, jetzt komm! Spring doch rüber, Ellie! Was machst du denn? Klar, nimm mich. Okay, wir brauchen eine Strategie. Wir brauchen eine Strategie. Ich weiß nicht mal wo. Ich glaube, wir müssen da hochklettern, oder? Wir haben 3 Pfeile. Jetzt sollten wir was mit den Pfeilen anfangen. Okay. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Gott, das ist echt eine beschissene Situation. Muss man einfach sagen. Aber in so einer Situation waren wir noch gar nicht. Also das ist wirklich komplett auswegslos. Man kann einfach nichts machen. Man könnte natürlich die Zombies umbringen. Zum Beispiel. Aber ich glaube, die anderen Zombies würden es sofort merken. Dass sie hier sind. Wir verstecken uns mal bei den Zombies. Vielleicht sind sie schon tot. Will ich die verdammten Leichen sehen? Stimmt. Mal gucken, was passiert. Die werden hier doch nicht freiwillig reinkommen, oder? Sieh da drüben nach. Oder wir warten ab, bis sie wirklich da alle hinten links sind. Ich fühle mich gerade nicht wirklich sicher, muss ich sagen. Also alles andere als sicher. Okay, da hinten sind 2. Die könnten wir schon mal ausschalten. Und dann werden wir die los. Kommst du jetzt hier rein oder was? Bist du wahnsinnig? Gott, kommt hier wirklich rein. Okay. Damit hätten wir schon mal ein Problem gelöst mit den Zombies. Nur jetzt sind die Zombies halt hier, ne? Und vor allem sind sie da hinten. Komm schon, töte noch 1, 2 Zombies. Bitte. Ach, fuck. Ja, er hat einen Zombie getötet. Jetzt ist er selber tot. Müssen wir noch an denen vorbeikommen. Und alles ist tutti frutti. Das können wir sogar hier rankommen. Guck mal, wir könnten sie in die Luft sprengen zum Beispiel. Eine Möglichkeit. Oder wir schleichen komplett an denen vorbei. Ich meine, die hören uns ja nur, ne? Es sind nur noch die Klicker übrig geblieben. Das heißt, es ist eigentlich recht easy, da einfach hochzukommen. Ist er doch da hoch, oder nicht? Die klettert nicht. Gerade beide da hinten, ja. Die gehen sogar weg. Alter, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich habe einfach den falschen Knopf gedrückt. Ich habe den Knopf hier gedrückt. Ja. Okay. Gut gelöst, mit nichts tun. Da geht's anscheinend raus. Wir gucken uns hier nochmal kurz um. Aha. Schere. Also ich habe so das Gefühl, dass es noch nicht vorbei ist. Hier wär's mal hier raus. Na komm, bitte, lass mich raus. Also halten. Oh oh. Was zum Henker ist passiert? Was ist hier passiert? Wieso sind da Leichen? War das unsere Tür? Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen weiter da hinten hin, ne? Es wird gleich irgendwas kommen. Es wird gleich irgendetwas kommen. Und es wird nicht schön sein. Shit. Ja, wir machen das schon. Such dir weiter. Ich will keine Überraschung. Ellie, du musst was tun. Es sind zu viele. Willst du denn tun? Mist, der kommt hier gerade rein, ne? Scheiße, Scheiße! Sie ist da drüben! Vorsicht, die ist hinterlistig! Ernsthaft? Wieso konnte ich nicht schießen? Sie wollte einfach nicht. Oh Gott, nein! Nicht dein Ernst, du Penner! Shit. Oh oh, Molotov-Typi. Oh. Der Rest bewegt sich nicht. Ups. Hier war doch einer. Steht da jemand? Das ist eine Registrierkasse. Das ist kein... Ups, das war ein bisschen falsch. Das war richtig. Versuchen die immer noch das Ding aufzukriegen? Bisschen konzentriert und auf den Kopf. Schade, dass ich die Pfeile nicht so gut einsetzen konnte, weil die mich einfach erwischt haben. Immer und immer wieder. Wir haben sogar Flaschen und Steine. Ah, wir hätten sie ablenken können, sodass sie uns den Rücken zudrehen und dann BAM! Gib ihn aufs Maul. Aber gut. Jetzt haben wir zur Not halt noch ein bisschen Sprengstoff. gehen wir hier mal runter. Und ich habe gerade gemerkt, wie man effizient den Bogen einsetzt. Vorher zielen, dann aus der Deckung und dann... Und das war's schon. Okay, du bist kein Typ. So eine komische Statue. Aber das nehme ich sehr gerne mit hier. Ja, wow. Der lebt ja noch. Na gut, harte Maßnahmen. Verdammt. Drecksbastard. Was du nicht sagst, Bro. Okay, ich weiß, das war nicht gut, aber es war etwas. Besser als gar nichts. Also kriegen wir hier eine Menge Stuff. Boah. Munition, perfekt. Oh, nochmal Alkohol. Und da liegt ansonsten nur noch ein Stein. Gut. Dann lass uns mal zu Joel gehen. Ach, das war der Baum. Ich bin voll erschrocken. Mal gucken, wie es ihm geht. Okay, Joel. Holy shit. Da unten, bei der Tür. Wir haben sie erwischt. Mach sie fertig. Dreckstein. Scheiße, sie hat ihn erwischt. Du willst das? Dann tun wir es. Jeder Schuss muss sitzen. Kommt noch einer. Ach, der lebt einfach noch. Okay, was tust du? Ich weiß nicht, wie viele das sind. Bist du irgendwie verwirrt oder so? Okay. Hallo. Ich kann deine Waffe sehen. Der Typ da oben ist doch verwirrt. Da ist noch einer. Okay. Machst du den gleichen Fehler wie alle anderen auch? Ja. Oh shit. Heilige! Holy nein! Fuck nein! Wie viele? Dieser Rost zum Teufel! Okay, sehr schöner Spawn. Ja. Da müssen wir gucken, wie wir jetzt rauskommen hier. Ich sehe sie. Okay, verkackt. Wir müssen diesen Kopfschuss sofort... Okay. Na gut, Freunde, ich würde sagen, wir machen das einfach morgen. Das stand weniger als eine Minute. Das ist nicht weniger als eine Minute, egal. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge von The Last of Us. Haut rein, euer Zero. Tschüss.